Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder eure Claudia mit einem neuen Orakel. Schön, dass auch du heute ganz intuitiv auf dieses Video geklickt hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Sei ganz herzlich willkommen hier in deiner kleinen YouTube-Familie und ich möchte heute mit dir eine große Tafel legen auf dem Magic Energy Candleboard und wir werden heute gemeinsam eine Herzensmensch-Öffnung machen. Herzensmann, Herzensfrau, egal wer dein Gegenüber ist, wir werden heute eine Herzensmensch-Öffnung zusammen machen. Ich freue mich, dass du dabei bist und vielleicht findest auch du heute Antworten auf deine aktuellen Fragen und kannst mit diesem Orakel in Resonanz gehen, was mich natürlich sehr freuen würde, denn dafür mache ich diese Videos. Ich danke euch natürlich von ganzem Herzen für die Unterstützung meines Kanals, für dein liebes Like, für die lieben Kommentare unter meinen Videos, für die vielen wundervollen Nachrichten, die du mir immer schickst, für das Abonnieren meines Kanals und einfach für dein Sein danke ich dir so sehr. Du schaust jetzt wie dieses Video, dann vertraue gerne darauf, dass es für dich bestimmt ist. Heute liegt ihr beide hier ganz außen in meinem Bild. Das ist dein Herzensmensch, egal ob er Mann oder Frau ist. Das ist dein Herzensmensch und du siehst, dein Herzensmensch liegt hier auf der Klarheit. Er wünscht sich also Klarheit. Er ist im Moment sehr in Gedanken bei dir und das bist du, egal ob du Mann oder Frau bist und du liegst ganz klar auf der Versöhnung. Du willst also einen Neubeginn, du wünschst dir Versöhnung, du wünschst dir Treue, Ehrlichkeit, du bist ein treuer Freund und schau mal, was euch beide verbindet, es ist die Liebe. Also dein Herzensmensch, dein Seelenpartner schaut direkt in die Liebe rein. Auch hier liegt die positive Entwicklung, die positive Veränderung und es liegt sogar die Nachricht zwischen euch, es liegt die Verbindung zwischen euch, die Beziehung und sogar das Treffen. Also wenn du jetzt sowas wissen willst wie, liebt mich mein Herzensmensch noch, will mein Herzensmensch Beziehung, will er mich wiedersehen, wird er sich melden, dann hast du jetzt innerhalb der ersten 3 Minuten dieses Videos schon diese Antworten erhalten. Aber du weißt, wenn du meine Videos kennst, gehen wir immer in die Tiefe. Wir wollen viel tiefer graben. Was ist denn da los bei euch? Und warum ist vielleicht jetzt auch ja, ein Stillstand, ein Kontaktabbruch. Vielleicht habt ihr auch schon ein Jahr oder jahrelang keinen Kontakt mehr, vielleicht auch mehrere Wochen oder Monate. Du siehst ganz klar, die Lernaufgabe hat hier mit den Ängsten zu tun. Es geht also um Ängste, die aufgelöst werden dürfen. Hier kommt die Umbruchszeit ins Spiel, die dunkle Zeit. Vielleicht fühlst du dich oft einsam, vielleicht fühlst du dich gefangen wie in einem Gefängnis. Vielleicht fühlst du auch so eine dunkle Zeit bei dir. Aber ich möchte dir Mut machen und dir sagen, du liegst auf einem Wendepunkt im Leben. Du hast vermutlich ganz, ganz viel dich mit deiner Heilung befasst. Und hier auch mit deiner Selbstliebe. Ich sehe ganz klar, dass hier die Heilung bei dir im Vordergrund steht. Also du hast ganz, ganz viel Heilarbeit schon mit dir betrieben und auf diesem Weg bleibe bitte. Im Hauptthema siehst du Unsicherheiten, Unklarheiten, aber auch die Wertschätzung und die Nacht. Vermutlich träumt dein Herzensmensch von dir, überlegt sich schon, wie er oder sie mit dir in Kontakt treten kann. Man sieht auch Kummer und Sorge, also dass hier auch ein Stück weit Unruhe da ist. Aber die Eulen stehen nicht nur für die Nervosität, für die Unruhe, auch für die Dualität, die Zweisamkeit, die Twin
Flame-Geschichte. Also vielleicht ist er oder sie tatsächlich deine Zwillingsflamme und deine Dualseele und er oder sie fühlt sich hier sehr stagniert. Also hier ist sehr viel Stagnation einfach auch zu sehen. Heute für dich auf dem Magic Energy Candle Board, einem Magic Energy Board, mit dem wir also über die Haus- und Seelenplätze deine Themen deuten werden. Wir gehen heute in eine Herzensmensch-Öffnung und deshalb müssen wir natürlich hier auch die Blockaden anschauen. Und du siehst schon, hier ist der innere Rückzug auf den Nachrichten, also da ist ein Rückzug auf der Kommunikationsebene. Aber auch hier liegt der Rückzug genauso wie gestern schon auf der Schlangenenergie und in der Spiegelung siehst du es auch. Also eine toxische Schlangenenergie liegt dem Ganzen hier im Weg. Das muss nicht immer eine Frau sein oder eine Person. Das kann wirklich eben auch noch eine Energie sein, die jetzt vorhanden ist oder aus der Vergangenheit noch immer da ist. Auf jeden Fall ist hier eine toxische Energie, die eben hier auch auf den Aktivitäten liegt. Also durch diese toxische Energie kommt keine Bewegung rein, kommt die Aktivität nicht rein und dadurch immer wieder entgleiten und diese von dir gefühlte Gefühlskälte. Also vielleicht fühlst du deinen Herzensmenschen, deine Herzensdame, deinen Herzensmann als kalt. Trotz allem ist hier eine ganz starke Anziehungskraft. Egal, was dein Herzensmensch hier im Außen dir zeigt und präsentiert, im Inneren, und wir gehen ja hier mit diesen Legungen, mit dieser Arbeit in die Tiefe. Wir wollen in die Seele blicken. Wir wollen hier ganz tief in das Herz hineinschauen. Und egal, was dieser Mensch hier im Außen treibt, denn hier siehst du schon, das innere Kind löst hier falsche Aktionen aus. Ja, Eifersucht, Untreue, Unehrlichkeit, tiefe Blockaden und Belastungen auch aus dem häuslichen Bereich. Deshalb handelt dieser Mensch so. Aber im Herzen und in der Seele, da schauen wir hinein mit diesen Legungen und da siehst du, ist ganz klar die Liebe für dich. Und deshalb möchte ich dir jetzt als erstes noch ein Gefühlsorakel ziehen. Bevor wir in die Blockadenlösung gehen, lege ich also immer eine Tafel und ich schaue mir alles an. Wie liegt ihr denn hier da? Was ist das Thema? Und hier ist das Thema natürlich auch die Selbstliebe, was du wahrscheinlich schon weißt. Vielleicht auch eine Verlustangst, eine Bindungsangst, die du heilen darfst, weil sonst wirst du keine erfüllte Beziehung führen können, wenn du sie nicht mit dir führst. Also wenn du in dieser starken Verlustangst lebst, die aus deiner Kindheit kommt, willst du immer wieder, dass der andere deine Bedürfnisse erfüllt und dir das gibt, was du vielleicht dir nicht geben kannst, was Mama und Papa dir nicht geben konnten. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass du wirklich dein eigener Lieblingsmensch dir wirst und hier auch heilst. Dein Gefühlsorakel sagt dir, ja, hier kommt ein Stück weit die Pusteblume, die dir sagt, sei vorsichtig, sei wachsam, der Schein trügt, lass dich nicht täuschen. Das haben wir gerade schon besprochen. Wenn also dein Herzensmensch im Außen irgendetwas präsentiert, glaube nicht alles, der Schein trügt. Du bist letztendlich ihr oder sein Lieblingsmensch. Hier ist ganz viel Herzlichkeit. Du bist aufrichtig, das weiß dein Gegenüber. Du bist eine warme Person mit warmen Gefühlen, mit liebevollen Gesten, mit ganz viel Herzlichkeit. Und du bist eigentlich in dem Herzen deines Gegenübers der Lieblingsmensch. Also da bekommst du nochmal die Bestätigung. Und hier kommt auch gleich das Liebesglück nochmal als Bestätigung. Es ist das Feuer entfacht, zwischen euch ist einfach Liebe. Und im Moment ist dein Herzensmensch vielleicht auch hier auf der Suche nach sich selbst und möchte sich finden. Wenn ihr im Dualseelenprozess seid und du in der Heilung dich befindest, dann weißt du, dass du jetzt vielleicht auch gerade der Loslasser bist.
und dein Gegenüber ist der Gefühlsklärer und sucht hier auch nach Antworten mit dem Kompass, aber letztendlich wünscht sich dein Gegenüber eine Beziehung mit dir, eine Verbindung mit dir und sucht jetzt hier auch danach, was ihm die Richtung weisen könnte. Ganz klar kommt hier auch noch der Engel mit ins Spiel. Es geht um Freiheit, Heilung, innere Kindheilung, haben wir hier auch im Bild schon gesehen. Nochmal die Bestätigung. Es geht darum, dass auch zwischen euch eine Entspannung reinkommt und Leichtigkeit, aber auch, dass man sich befreit aus diesen alten Ketten und hier die Nacht, also dein Herzensmensch träumt von dir, denkt an dich, kann vielleicht auch nicht schlafen, bereut vielleicht auch, was er oder sie getan hat. Und hier kommt es nochmal, das ist das Schicksal, das ist so gewollt, vom Schicksal gewollt, karmisch gewollt. Und alles, was jetzt passiert bei dir und bei deinem Gegenüber, ist nur das Echo aus vergangenen Taten und Gedanken. Es führt also kein Weg daran vorbei. Es findet jetzt ein Ausgleich statt, aber letztendlich Heart and Soul. Magie zwischen euch, Anziehungskraft, Leidenschaft und Sehnsucht. Wow, also das ist hier dein Gefühlsorakel und wir werden noch eine Soulmate Hartbotschaft ziehen, ich und du Seelenverwandte, und du weißt, alle meine Orakeldecks kannst du auch gerne zu dir nach Hause holen, im Großformat A6 oder im kleinen Format A7, und dann bekommst du es energetisch aufgeladen zu dir nach Hause, wenn du das möchtest. Und die erste Botschaft, die fiel im Soulmate-Kartendeck, das ist hier: Alles kribbelt. Alles kribbelt, wenn du mich anschaust, und alles bebt, wenn du mich berührst, und alles strahlt, wenn wir zusammen lachen, und alles weint, wenn du von mir gehst. Also dieser Mensch vermisst dich und meine Träume sind so schön, weil du ihnen Farbe verleihst, und alles macht Sinn, wenn du bei mir bist. Und dann steht auch hier die Zeit still, weil wir eins sind und wir uns lieben wie nichts zuvor. Also eine große Liebe, genauso wie du es hier auch schon siehst. Nochmal die Bestätigung. Und du bist so schön. Weißt du eigentlich, wie schön du bist? Weißt du eigentlich, wer du bist? Und ja, ich sage es dir zu selten und das verunsichert dich. Deshalb hier innere Kindheilung. Ich weiß, erinnere dich bitte deshalb wieder daran, wie schön du bist. Du musst dich erkennen, deinen Wert sehen, wie wertvoll du bist. Das ist eure Seelenaufgabe. Es ist wichtig, dass du das erkennst, weil nur dann könnt ihr hier wieder zusammen auch finden in diese heilende Liebe, in diese jahrelange, jahrzehntelange oder sogar in diese lebenslange Beziehung. Beziehung, Liebe ein Leben lang. Aber hier kommt die Schlangenenergie ganz klar ins Bild. Die wird rausgeschnitten. Vielleicht hast du schon eine Sie bei mir gebucht, die SEA, die Schlangenenergieauflösung. Und dadurch geht hier schon sehr viel Schlangenenergie in den Verlust. Aber sie ist noch immer da. Sie ist auch dafür verantwortlich, dass hier der innere Rückzug stattfindet, dass die Magie ein bisschen verloren geht, dass hier vielleicht auch finanzielle Stagnationen sind und immer noch Eifersucht und Betrug hier auch im Bild liegen. Hier kommt noch als Soulmate-Botschaft auch für dich der Fairy Tale Prince, und du hast deinen Herzensmenschen, dein Gegenüber gefragt: Bist du mein Märchenprinz? Wenn dein Gegenüber eine Frau ist, dann eben deine Prinzessin. Hast du mich oft gefragt? Ja, du hast mich oft gefragt, ob ich das bin. Doch im Moment kann ich dir nicht geben, was du brauchst. Du musst es dir geben. Deshalb bin ich gekommen. Also dieser Mensch ist gekommen, um dich zu verletzen. Das habt ihr euch als Seelenplan vor der Inkarnation überlegt. Du hast darum gebeten. Bitte erinnere dich daran, wenn dieser Mensch dich verletzt, hast du vor der Inkarnation dir das gewünscht. Du bist Licht. Du musst es wissen. Du bist Licht und dein Gegenüber ist Licht. Und ihr seid beide zwei Lichter und ihr habt euch
vor Inkarnation entschieden, dass dieser Mensch dir auf dieser Erde, in diesem Leben begegnen soll, um dich zu lehren, was ist Selbstliebe, was ist Geduld, was ist Heilung, was ist Verlustangst. Das hast du gebeten, also bitte übernimm die Verantwortung für dein Sein, für dein Tun, für dein Denken. Dieser Mensch kann dir im Moment nicht geben, was er braucht. Du musst es dir geben, denn deshalb ist er gekommen. Du möchtest atmen, aber du findest keine Luft. Deshalb befreie dich von dieser Last. Du musst lernen, für dich zu leben, damit ich durch mich lebe und damit wir letztendlich durch uns leben können. Das ist so wichtig, also eine ganz wichtige Botschaft auch an dich, eine tiefgründige Botschaft, wie ich finde. Und du bekommst natürlich von mir auch eine Energy Voices, heute das volle Programm. Und ich mache die Energiearbeit immer im Hintergrund. Und wenn auch du einmal eine Herzensmensch-Öffnung von mir möchtest, wenn du sagst, du möchtest ein Liebeszauberritual, du möchtest eine Karma-Ablösung, du brauchst ein Akasha-Chronik-Reading oder eine Schlangenenergiearbeit, dann schreib mir gerne eine WhatsApp. Du findest meine Nummer direkt unter dem Video oder schau gleich auf meiner Seite claudiahader.de. Und deine Energy Voices Botschaft zeigt dir zum einen hier die Darkness. Vielleicht war das bei dir und auch bei deinem Herzensmenschen. Es war so völlige Finsternis und du hast mich eigentlich letztendlich erst gelehrt, was Licht und Schatten ist. Denn ohne Liebe gibt es keinen Hass und ohne Licht gibt es keinen Schatten. So hell wie mit dir war es nie zuvor, aber auch so dunkel war es nicht. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Licht, aber nach dem Licht in mir. Ich habe mich so auf dich konzentriert und mich dabei total vergessen. Ich möchte jetzt wieder leuchten. Und hier kommt die Sehnsucht nochmal als Bestätigung. Nachts liege ich oft stundenlang wach und denke an dich. Ich träume von dir. Da bist du mir so nah. Oh ja, wie ich mich nach dir sehne. Hier die Sehnsucht, hier die Liebe. Die Anziehungskraft, der Wunsch nach Wiedersehen, sehnsüchtig warte ich darauf, dass ich dich wiedersehen kann, wieder spüren, wieder riechen, wieder einatmen kann. Und auch der Baum steht ja für den Sauerstoff, für den Atmen, für das Leben, für Prana. Deshalb ist es wichtig, dass du deine Ängste hier wirklich heilst und dass du auch letztendlich hier in die Verantwortung kommst und ins Vertrauen. Also wirklich auch in der Selbstliebe bleibst. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch für jede liebe Nachricht. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Ich sage dir danke aus tiefstem Herzen. Natürlich auch für dein liebes Abo und dein liebes Like. Mua. Sei auch gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich schon sehr auf dich. Von Herzen, deine Claudia.